Manche dieser Männer haben niemals Volleyball gespielt, bis sie ein Bein oder einen Unterschenkel verloren auf den Minenfeldern von Kolumbien. Nun spielen sie Sitzvolleyball um die Landesmeisterschaft. Und die Besten von ihnen träumen schon von den Paralympics 2016 in Rio. Nach dem am längsten andauernden Konflikt in Lateinamerika zwischen dem Staat und Guerillagruppen, vor allem der FARC, sind fast 700 der 1120 Gemeinden in Kolumbien vermint. Nicht selten werden Landminen in der Nähe von Schulen oder Sportfeldern gefunden. Die meisten der Spieler hier in Bello bei Medellin sind Soldaten oder Polizisten, die im Einsatz verletzt wurden. Sitzvolleyball hilft ihnen bei der Rückkehr in ein möglichst normales Leben. Die Netze sind 1,15 Meter hoch statt der 2,43 Meter beim regulären Volleyball. Doch Sitzvolleyball ist genauso anstrengend. Und die Sieger können sich fühlen wie echte Champions.